Hallo, hierher! Alles unter Kontrolle. Na endlich. Also, ich hätte gerne... Los, raus mit Ihnen. Hier sind $500 für den Tisch. Ist das genug? Das ändert nichts. So. Er hat doch das Geld. Na und? Wir haben einen Dresscode. Sie sind unseren anderen Gästen unangenehm. Oh. Okay, also, einen Moment. Meine Damen und Herren, es ist mir eine Ehre zu verkünden, dass alle Ihre Mahlzeiten heute Abend auf mich gehen. Ich habe $100,000 genug für uns alle. Also essen, trinken und freuen Sie sich. Ich danke Ihnen allen. Matt, komm bitte mal her. Du wirst jetzt diesen Tisch bedienen. Aber... Sir, ich habe doch bereits einen Bereich. Du hast ihn doch provoziert. Ihr Hauptgericht, Sir, das ist das letzte. Dann bringen Sie mir das Dessert. Drei richtig teure. Welche denn? Überraschen Sie mich. Entschuldigen Sie, ich weiß, es geht mich nichts an, aber... Sir, was machen Sie hier? Sie könnten dieses Geld investieren. Sie könnten ein richtiges Zuhause finden, ein ganz neues Leben anfangen und stattdessen... Wo genau sehen Sie sich in 5 Jahren? Also, ich arbeite gerade an einem Projekt. Ich habe 3 Jobs, um etwas anzusparen und habe noch nichts von der Welt gesehen. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich bald ein geregeltes Einkommen habe. Dann kann ich durchstarten und leben wie... Und wo sehen Sie sich in 5 Jahren, Sir? Nirgendwo. Sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen Ihnen und mir. Sie sind so jung. Sie planen die nächsten 5 Jahre. Das ist etwas Magisches. Aber ich war die letzten 20 Jahre auf der Straße. Und wenn ich eins dabei gelernt habe, man kann nur bis zum Abend planen. Und selbst das ist nicht immer möglich. Also jetzt gerade, in diesem Moment, da genieße ich mein Leben. Wie steht's um diese Desserts? Ach, kommen sofort, Sir. Ich würde sehr gerne zusagen, aber ich muss leider ablehnen. Okay, ich rufe dich zurück. Hey, hören Sie zu. So sieht's aus. Mein Geld wurde mir vorhin gestohlen und ich bin hier um... 100.000? Ein Obdachloser mit einem Bart? Entschuldigen Sie bitte? Verzeihen Sie, Sir. Mein Name ist Alex Mercer. Ich bin der Manager von diesem Etablissement. Okay. Ein Obdachloser kam vorhin hier rein mit $100,000 in der Tasche. Ich habe Ihre Unterhaltung mitbekommen und dachte, es könnte Ihres sein. Ja, das ist meins. Schmeiß diese Ratte raus. Sollten wir nicht die Polizei rufen? Das wäre sicherlich besser. Bis dahin könnte er weg sein. Sehen Sie, er hat mich schon bemerkt. Er hat recht. Los, komm mit mir. Sir, würden Sie mir erklären, woher Sie das Geld haben, das Sie heute bei uns ausgeben? Ja, natürlich. Ich hab's gewonnen. In der Lotterie. Könnten Sie das vielleicht beweisen? Also, dieser Mann kam zu uns und sagte, Sie hätten ihn beklaut. Also, wenn dieser Herr das gesagt hat, ist es wohl so. Nehmen Sie es. Und jetzt gehen Sie bitte. Danke für Ihre Gastfreundschaft, mein Lieber. Hm.
Vielen Dank. Ich hoffe, Sie erwarten nicht von mir, dass ich das bezahle. Das werde ich nicht tun. Natürlich, Sir. Das geht aufs Haus. Okay, ich gehe jetzt. Das geht auf dich. Was? Räum diesen Tisch ab, bevor ich dir mehr Putzarbeit gebe. Na los! Sir! Sir! Sie haben Ihr Los vergessen, mit dem Sie in der Lotterie gewonnen haben. Eine Sekunde. Das war eine gute Kombination, wirklich. 30, 10, 20... Kombination? Ja. Aber, die Kombination. Ja, ich liebe Numerologie. Darum habe ich symmetrische Nummern gewählt. Vielen Dank. Ja, hat Ihnen Glück gebracht. Danke. Es waren andere Nummern auf dem Lotterielos. Ja, der Geburtstag meiner Mutter, der 2. Dezember 1937. Sie war eine wundervolle Frau. Wissen Sie, ich konnte mich nicht erinnern, woher ich Sie kenne. Und jetzt ist es mir eingefallen. Sie haben Ihre Brieftasche verloren, stimmt's? Am Restaurantausgang. Hier ist sie. Und nun geben Sie das gestohlene Geld zurück. Geben Sie es zurück. Gehen Sie. Hier ist Ihr Geld, Sir. Behalten Sie es. Was? Sie brauchen es nötiger als ich. Ich denke, das müsste genug sein für Ihr Projekt. Aber denken Sie daran. Auf der Jagd nach Ihrer Zukunft vergessen Sie nicht, wo Sie gerade sind. Denn das Leben ist hier und jetzt. Genießen Sie es.